Also, Scheibe eingeschlagen. Die Frage ist, wie wechselt man die Scheibe? Da ist schon die Scheibe. Und jetzt kann ich mal ein Video machen, wie man die Scheißscheibe wechselt. Also, ich bin in der Waschanlage gewesen mit meinem schönen Bus und habe mich ausgesperrt. Habe irgendwie einen Schlüssel stecken lassen, Tür war zu. Gehe ich nach Hause, komme wieder, hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und dann sehe ich das am helllichten Tag. Ja, Sonntag, helllichter Tag. Steigt hier jemand in mein Auto ein und klaut mein Handy. Das lag nämlich noch drin. So, also erstmal braucht man, wenn man das machen will, gute Laune, weil wenn einem jemand die Scheibe eingeschlagen hat, dann ist das ja mit der guten Laune nicht so richtig weit her. Na, also versuchen wir mal, die Laune so gut wie möglich sein zu lassen. Verband ab, Scheiße hier. Also, das Positive ist, dass der Scheibenausbau beim T4 extrem einfach geht. Fahrerseite, Beifahrerseite das gleiche. Und ja, was man zuerst machen muss, ist die Türverkleidung abbauen. Da habe ich ein anderes Video gemacht, wo ich das im Detail erkläre. Deshalb einfach mal da auf den Link klicken für die Türverkleidung abbauen. Das mache ich jetzt mal und dann geht es weiter, wenn die Türverkleidung ab ist. So, hier ist jetzt das Elend. Also, was man natürlich als allererstes machen muss, ist den Scheiß hier rauszumachen. Also, das ist die eigentliche Scheibe, der Scheibenrahmen. Die Scheibe kommt damit. Ich habe jetzt zumindest online nicht die blanke Scheibe gesehen. Das scheint irgendwie immer mit dem Balken hier zu kommen. Also, wenn nicht, wenn man den ausgebaut hat, kann man den sicherlich wiederverwenden, wenn man die blanke Scheibe irgendwo bekommt. Ja, naja, und jetzt hielt es erstmal daran, den ganzen Scheiß hier rauszusaugen. Und vor allem den Scheiß hier aus dem Türgummi irgendwie zu entfernen, damit da nicht irgendwas einklemmt und dann am Ende durch irgendwelche Scherkräfte die neue Scheibe direkt auch nochmal springt. Also ganz wichtig, alles muss raus, was da an alter Scheibe drin ist und dann geht's weiter. So, jetzt ist alles raus, bis auf die Schiene und das ist tatsächlich auch bloß mit einer 10er Schraube festgemacht, also eine Schraube mit einem 10er Kopf. Das Gute ist, wenn der Fensterheber dabei unten ist. Ich glaube, der muss auch unten sein. Jeg mal davon aus. Auf jeden Fall, bei mir hat es nur funktioniert, mit wenn er unten ist. So, jetzt kommt die Schiene raus und das war's. Da legen wir sie dahin. Und ja, jetzt dachte ich, als ich das angebaut habe, das würde jetzt übelst schwer werden, die Scheibe da wieder reinzusetzen. Aber es ist überhaupt nicht. Ich werde das jetzt gleich mal sehen. Also, um die Scheibe reinzumachen, setzt man die von außen an. Und man muss hier auch nichts abmachen. Also hier die Lippe kann dranbleiben, kann im Grunde genommen alles dranbleiben, Schloss kann dranbleiben, ist alles real. So, also man nimmt die von außen, guck mal hier zur Seite, ja, ob man das mal so sehen kann, und steckt die hier so rein. Jetzt kommen wir näher ran mit der Kamera. So, jetzt film mal die Ecke hier. Wenn man das Ganze hier so rinnen lässt, also führt man hier quasi an allem vorbei, was da so stören könnte, was nicht allzu viel ist. Und dann nimmt man die Ecke und fädelt die hier ein. Kommen wir mit der Kamera hier hin. Oder noch näher ran, dass man das hier sieht. Also sozusagen, wenn man die Scheibe jetzt runterlässt, muss man darauf achten, dass das hier da drin bleibt. Weil das kriegt man sonst im Nachhinein nicht nochmal eingefädelt. Und ansonsten gibt es da nichts weiter, was da stören könnte. Na, man macht jetzt hier einfach nur so runter und dann lässt man das kommen. Oder jetzt mal hier unten filmen, wie wo der so runterkommt. Und dann fädelt der sich hier in der Aufnahme für den Fensterheber ein. Und jetzt sitzt die drin. Ja, und das war's schon. Also jetzt macht man die beiden Schrauben hier wieder dran und dann baut man das Ganze wieder zusammen und dann ist die Scheibe drin. Ja, erfreulich einfach. So, und wenn ihr schon mal dabei seid, dann checkt mal gleich, ob alle Schrauben irgendwie auch fest sitzen. Also die hier, die von unten, also von dem unteren Teil, wo die Scheibe sitzt hier, da müsst ihr ja sowieso ran. Aber hier in der Mitte ist auch noch eine Schraube, die war bei mir lose gewesen. Und ja, hier alles Mögliche, was ja sonst noch so an Schrauben ist, was dazu führen kann, dass das klappert, das könnt ihr auch irgendwie noch... ja, nochmal checken. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Mal wieder so ein Video aus der Not. Ich mache natürlich einen Link in die Beschreibung, denn wenn er da eine Scheibe drüber kauft, dann könnt ihr mich refinanzieren, kriege irgendwie 3,70 €, wenn ich 20 Scheiben verkauft habe. Nee, und ansonsten lasst mich mal in den Kommentaren wissen,
ob ihr das gut findet, wenn ich das Video so gemacht habe, wie ich das jetzt gemacht habe. Und zwar, wo ich das erkläre, wie man die Verkleidung abbaut in einem separaten Video habe, oder ob ich das hätte hier in dem Video nochmal zeigen sollen. Also ich versuche das ja, meine Videos so ein bisschen aufzubauen wie das Wiki, also quasi, dass es für jedes Thema ein eigenes Video gibt und dass ich dann Sachen nicht doppelt machen muss, damit die Videos nicht ewig lang sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das manche Leute doof finden, dann quasi in den Videos hin und her zu springen. Aber auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht. Also mir persönlich gefällt es so besser, also sowohl vom Editieren her, weil die Videos so einfacher zu machen sind, als auch, dass ich so einen Katalog habe. Aber wenn jetzt hier die überwältigende Mehrheit sagt, wir finden es besser, wenn das alles in einem Video ist, damit man nicht noch ein zweites aufrufen muss, dann überlege ich mir, ob ich das in Zukunft mal anders mache. Naja, also denn, jetzt wurde das Ganze zusammengebaut. Vielen Dank für Zukicken, kommentieren, abonnieren, Daumen da lassen und ja, durch meine anderen Videos an. Tschüss.